Guten Tag und willkommen zum letzten Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. In diesem Part werden wir uns mal ein bisschen die Extras anschauen. Also heißt hier, was man hier alles so sieht, Figuren, Bilder, Musik, Dioramen und zum Schluss dann nochmal die Credits, einfach nur um das Ganze abzurunden. Und ich denke, wir quatschen nicht blöd rum, sondern schauen uns die Dinger einfach mal ganz gemütlich an. So. Natürlich habe ich mir noch nichts davon angeschaut. Ich will natürlich auch hier, wenn es eine Reaktion dazu gibt, die direkt bringen können, also quasi Live-Reaktion. Und nicht, dass ich hier irgendwas gesehen habe, was dann cool ist oder überraschend ist oder was auch immer und man die Reaktion dann nicht aufgenommen hat. Das wäre halt auch echt schade. So. Dixie. Ich finde die Figuren echt schön eigentlich bislang. Also ich meine, es sind halt die Modelle. Aber ich finde es nice, dass sich Nintendo so viel Mühe gemacht hat. Und die Figuren hier mit ins Spiel rein programmiert hat. Aber ich finde es halt auch cool, dass es nicht nur die Charaktermodelle sind, sondern einfach die Posen auch dazu passen. Zum Beispiel Donkey Kong ist in so einem Angriffsmodus und Funky Kong steht da so ganz lässig mit seinem Surfboard. Ist schon cool. Rambi ist gerade in so einer Rennpose. Boah, wäre es nicht auch eigentlich cool, diese Dinger so als Merch zu haben? Keine Ahnung, vielleicht gibt's das ja sogar. Aber ich glaube, es gibt es tatsächlich nicht. Wie sie die Lore mit reingepackt haben. Aber gut, zumindest. Also lieber mehr, so lieber zu viel als zu wenig, beziehungsweise zu viel gibt's ja hier eigentlich gar nicht. Ist ja Bonus und es gibt ja einen Bonus, um sich vernünftig anzuschauen oder anschauen zu können. Die ganzen Charaktere und Models. Also finde ich schon nice, dass die hier auch so ein paar unnötige Sachen reingepackt haben. Wie eben die Lore, Raketenfass und hier auch Professor Chops. Ist halt eigentlich ganz cool. Achso, und ich hatte mich jetzt dazu entschieden. Okay, es muss kurz laden. Alles klar. Ich hatte mich dazu entschieden, die Figuren off-cam zu ziehen. Weil es ist halt schon echt langsam. Langweilig. Nicht langsam. Es ist halt schon echt langweilig. Und ich habe das ja auch schon mal gezeigt. Man zieht halt diese Kapseln aus dem Automaten. Ist jetzt auch nichts Besonderes, wird keine besondere Sequenz oder irgendwie was abgespielt oder Animation oder was auch immer. Also habe ich mich letztendlich dann dagegen entschieden. Pfuigu. Der Pfuiminante. Alles klar. Und hier der Eisbär. Richtig nice. Ich glaube, der Eisbär war sogar mein Lieblingsboss von den ganzen Bossen. Einfach, weil er so richtig gut reinpasst, weil er so, keine Ahnung, er wirkt halt muskulös und bedrohlich und es war einfach ein echt guter, knackiger Bosskampf. Das war einfach nice. Nur, wie gesagt, ist halt schade, dass der letzte Boss dann so, eher weniger toll war. Nur diese eine Stelle mit den Eisdrachen war halt herausfordernd, aber sonst war das eher mager.
Tja, was soll ich sagen? Ich kann ja auch schon mal hier, während wir uns die Figuren anschauen, kann ich ja auch so erzählen, was ich so von dem Spiel halte. Also, wie ich schon gesagt habe, das Spiel gefällt mir echt gut. Die erste Welt ist halt so ziemlich Standard, ist halt so eher Graslandschaft wie in Super Mario Bros. Auch, also in ganzen Abenteuern von Mario, ist halt die erste Welt so eine Graswelt. Okay, kann man machen. Ist halt hier jetzt in dem Fall so eine einsame Insel, wo Donkey Kong drauf landet. Alles noch relativ normal. Ist eine sogar eine gute Einleitung. Also obwohl das relativ Standard ist, finde ich das sogar gut so, dass da erstmal so ein bisschen aufgebaut wurde. Dass man auf dieser einsamen Insel ist und dass es erstmal standardmäßig ist. Und vor allem auch hier das allererste Level, wo man da in dem Flugzeug landet. Das ist ziemlich nice. Ich glaube, es war ein Flugzeug. Ich glaube, es war ein Flugzeug, ja. Finde ich sehr gelungen. Ah, jetzt sieht man es auch. Das sind Walrosse. Alles klar. Das sind Walrosse in diesen komischen Stacheldingern. Wobei, ja gut, was heißt, finde ich hier sehr gelungen. Ich meine, sonst in Mario-Spielen ist es auch immer so, Graswelt, halt erste Welt standardmäßig, ist okay. Kann man auch meinetwegen so beibehalten. Aber ich fand es halt echt cool, wie das dann hinterher alles abwechselnd gemacht wurde. Also diese, die Weltenideen, wie die dann einfach variiert haben. Zum Beispiel die Savannenwelt war echt cool, wo es dann auch diese Buschfeuer-Level gab. Sehr kreative Idee. Oder halt auch diese Alpen-Level. Fand ich halt extrem nice. Oder dann ganz am Ende zum Schluss auf der letzten Insel, also in der sechsten Welt, zu jeder Welt aus Donkey Kong Country Returns dann ein Level gemacht. Fand ich auch extrem nice. Nur irgendwie fand ich, dass die sechste Welt, ich weiß auch nicht, irgendwie hat sie sich so ein bisschen gerusht angefühlt. Ich weiß nicht warum, aber gerade der Bossfight hat einfach nur, keine Ahnung, der war einfach nur schlecht eigentlich. Tut mir leid, aber war echt sehr enttäuschend, wie ich schon einige Male gesagt habe. Aber na gut, was soll man machen? Einfach die Hütte auseinandergenommen. Aber ich nochmal zu den Extras. Ich mag es generell in Spielen, wenn es so Bonusdinger gibt. Was ist das? Sollte so eine Welt am Anfang aussehen? Nee, das... Moment mal, das ist ein Level, ne? Ja, ja, ich kann mich daran erinnern, dass man da so in einem Part Lore fahren musste. So einen Berg runter. Ja, ich glaube, das ist ein Level. Cool. Aber ich glaube, hier bei den Concept Arts sehen wir auch Sachen, die nicht genutzt wurden oder nur teilweise genutzt wurden, was halt auch extrem nice ist, dass sie solche Dinge eingebaut haben, damit man mal sieht, ja, was haben die sich überlegt, was sie hinterher nicht mehr mit reinnehmen konnten, weil es einfach nicht wirklich reingepasst hat oder zu viel war oder die Welt war dann abgeschlossen. Und es konnte einfach nicht mehr hinzugefügt werden. Oder man hatte schon Raketenfass-Level für die Welt. Und das konnte dann nicht mehr genommen werden. Zum Beispiel auch. Sehr, sehr cool.
Andererseits finde ich auch bei solchen Dingern, wenn es ungenutzte Sachen gibt, könnte man eigentlich auch noch eine Extrawelt machen. Ich meine, das gibt es des Öfteren in Hex, also in Super Mario Hex, dass wenn der Macher bestimmte Ideen verworfen hat, dass er die dann einfach in Extra-Level packt, also quasi, wenn man das Spiel fertig hat, dass es dann weitergeht zu Extra-Leveln, die er halt nur reingepackt hat, damit man so sieht, was genau war da geplant und was konnte nicht reingenommen werden, leider. Also ich denke, dass sowas in der Art könnte man eigentlich auch hier bei so einem offiziellen Nintendo-Game machen. Oder meinetwegen auch so irgendwie so als Arcade, dass es nicht in dem richtigen Spiel ist, also dass man die Welt nicht auswählen kann, aber dass man dann in dem Arcade diese Level-Alphas oder was auch immer, dass man die dann spielen kann. Das wäre auch extrem cool eigentlich. Ein Cookpot. Das wäre auch cool gewesen. Und die haben auch anscheinend überlegt, da Schilde zu nehmen. Wäre echt eine nice Idee gewesen. Vielleicht wurde es auch benutzt, ich weiß es gerade nicht. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und hier sehen wir es nochmal. Den Eisdrachen, den ich echt cool designt finde. Und das ist ein bisschen over the top. Ist viel zu blau, also da sieht man nochmal den gewaltigen Unterschied zwischen Concept Arts und dem fertigen Spiel und warum Concept Arts so ungemein wichtig sind. Man sieht einfach, es sieht nice aus, ja, aber es ist viel zu blau. Also von dem ganzen Eis ist viel zu viel vereist und es hat halt nicht wirklich Details in der Insel. Boah, das wäre auch cool gewesen. So ein Snowball-Fight-Bonusraum. Echt schade, dass es das nicht gab. Echt richtig schade. Aber manchmal gibt es auch so Dinger, wo ich mich dann frage, warum zum Teufel haben die das nicht mit ins Spiel genommen? Weil es ist halt eine echt nice Idee. Aber ja gut, wenn da dann Chef sagt, nee, ist nicht, oder die Produktion das dann halt sagt, das Studio sagt dann, nee, das möchten wir nicht drin haben, dann kann die Idee noch so gut sein. Da wird sich dann nicht viel tun. So, und hier habe ich schon ein bisschen geplant. Oh, nices Bild unten mit der Nacht und den Polarlichtern. Ja, hier habe ich schon ein bisschen geplant und nachgeschaut. Was? Da frage ich mich halt auch, warum zum Teufel ist das nicht mit im Spiel? Ich glaube, das ist, wie ich schon vermutet habe, weil es eben so gerusht werden musste. An einer gewissen Stelle. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ich warte gerne ein, zwei Jahre länger auf das Spiel, damit es dann vernünftig ist und die ganzen coolen Ideen nicht einfach verschwendet werden. Weil das ist halt echt schade. Also eine Mondwelt hätte ich echt sehr gerne gesehen. Auch wenn es vielleicht nicht reingepasst hätte. Man hätte vielleicht das so machen können, dass man mit dem Raketenfass irgendwie hochfliegt und man dann in so einer Mondwelt ist. Das wäre halt cool gewesen. So als Secret-Welt nach der letzten Welt.
Wäre halt echt nice, aber naja. Was soll man machen? Und mit Zeit lassen meine ich nicht Cyberpunk 2077, aber das ist ein das ist ein ganz anderes Thema. So, um mal zum Punkt zurückzukommen. Ich habe mir hier die Dinger angeschaut, also was es hiermit auf sich hat. Und man muss das Spiel im Hard Mode spielen, wofür ich leider keine Zeit habe. Deswegen werde ich euch die Bilder einfach einblenden. Ich werde mir die Dinger jetzt hier anschauen und die dann halt hinterher einfach ins Video rein editen. Zum Beispiel haben wir hier Funkys Flieger halt. Echt ziemlich cool, dass es davon ein Konzeptart gibt, beziehungsweise halt ein Bild, ein cooles gemaltes. Nur da frage ich mich auch irgendwie, inwieweit ist das jetzt nötig? Weil ich meine, man sieht es ja im Spiel. Aber trotzdem cool als Bonus. Und was ist das? Sollte das... Also, sollten die Kanonen als Items auch noch geplant sein? Ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal weiter. Schauen wir uns das nächste Bild an. Oh, auch extrem nice. Hier schon wieder... Das sollte anscheinend... in der Bonuswelt sein, weil es steht drüber Secret Seclusion und das ist halt von Incognito Island. Der englische Name. Und oh, Mann, wenn ich diese ganzen coolen Ideen sehe, finde ich es echt richtig, richtig schade, dass wir diese nicen Level leider nicht bekommen haben. Ich kann es einfach nur immer wieder sagen. Und schon wieder. Hier. Secret Seclusion. Art 7. Das sieht nach so einem... Keine Ahnung. Nach so einem verlassenen Dorf aus, ne? In so einem Sumpf. Ja, so ein Sumpfgebiet. Wäre auch cool gewesen, ja. Aber da... muss ich tatsächlich sagen, finde ich es gut, dass sie es nicht reingepackt haben. Beziehungsweise das Level, was wir jetzt hier sehen, und das vorherige, also das mit den Geistern, das hätten sie in andere Welten noch packen können. Also ich finde es gut, dass es nicht in der Bonuswelt war, weil es wahrscheinlich nicht dazu gepasst hätte. Aber trotzdem schade, dass wir die Level nicht zocken konnten. Boah! Was ist denn das für ein Fettsack? Alles klar. Schon wieder Secret Seclusion hier im Titel. Anscheinend war noch ein Bosskampf geplant, der dann allerdings rausgenommen wurde. Oder vielleicht nicht rausgenommen, aber einfach nicht weiter ausgeführt. Schade. Nee, ich bin auch dumm. Jetzt, wo ich hier das Bild sehe. Das ist gar nicht... das ist gar nicht alles für die Bonuswelt gewesen. Was wir hier sehen. Das sind einfach nur die Bilder von der Bonuswelt. Also was heißt die Bilder von der Bonuswelt? Aber hier unter dem Reiter Incognito Island. Okay, anscheinend eine frühere Stage von... dem Punch mit Punch, so ist der Level. War anscheinend vorher ein orangener Punch geplant. Hätte auch nice gesehen, aber ich finde den lilanen tatsächlich cooler. So, und das hier. Ja gut, ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt ein Bild vom ersten Boss. Außer es ist gerade irgendwas, was mir hier nicht auffällt. Naja, gut,
Ich denke, das war's auch erstmal. Dann mit den Secret Seclusion Sachen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Und schauen uns, beziehungsweise hören uns die Musik an. Let's go. Nice, ey. Ich will nicht so lange an einem Titel hängen bleiben, aber diese Unterwassersongs sind einfach nur nice. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier im Text. Einfach nur alles grob. Damit wir so hören, welche Titel hier vertreten sind. Und wenn ich diese ganzen Songs höre, ne? Genau das meine ich nämlich auch damit, dass ich es schade finde, dass dieses tolle Projekt zu Ende geht. Oh mein Gott. Der nächste Song. Handkäse mit Ratzfatz. Ja, Mann. Boah, diese Raketenfassmusik, ne? Die ist so verdammt gut. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblings-Action-Titel, Musiktitel in diesem Spiel. Oder Theme. Naja, Theme heißt Titel, aber Theme passt halt besser. Titel hört sich so nach irgendeiner Überschrift an. Ich denke, man versteht, was ich meine. Aber generell hier Donkey Kong Country. Mega nice Tracks. Und von dem, was ich von alten Spielen so gehört habe, waren es anscheinend schon immer nice Tracks gewesen. Ich laber jetzt mal ein bisschen weniger. Einfach nur, damit ihr die nicen Songs genießen könnt. Boah. Schon wieder ein Unterwasserlevel, ne? Boah, die Musik ist so gut. Boah, bitte Nintendo. Ich will noch ein Donkey Kong Country haben. Ach, Mann. Aber ja gut. Ich überlege mir mal, die vorherigen Teile zu Let's Playen von Donkey Kong Country. Ich denke, Donkey Kong Country Returns werde ich auf jeden Fall noch spielen. Nur bei den anderen bin ich mir halt nicht sicher. Weil die halt echt, also gerade das Spiel, woran ich denke, ist
sehr schlecht gealtert. Ich glaube, das ist das erste Donkey Kong Country, wo ich gerade dran denke. Und da bin ich mir halt nicht sicher. Aber naja, ich denke, das wird sich mit der Zeit ergeben, ob ich das spiele oder nicht. Je nachdem, ob ihr, meine lieben Zuschauer, das sehen möchtet oder nicht. Ich bin ja im Prinzip offen für alles. Man muss nur die Wünsche äußern. Mehr ist das nicht. Boah, cool. Die Dioramen sind aber auch echt nice. Ja, Mann, diese Musikinstrumente. Die waren ein richtig cooles Feature. In der zweiten Welt. Echt sehr nice. Übrigens, mal ganz kurz. Dieser Pinguin, ne? Ist schon witzig, wie der einfach so eine Pilotenbrille aufhat. Und auch durch die Level geflogen ist. Weil, wie jeder weiß, Pinguine sind zwar Vögel, aber können nicht fliegen. Ist schon witzig. Und dann wieder dieses Dingen hier oben. Dieser komische Vogel da, der viel zu kleine Flügel hat und auch fliegen kann. Nice. Oh, cool. Der zockt Switch, ne? Ja, habe ich direkt gesehen. Oder? Nee. 3DS. Was ist das? Müsste der 3DS sein, ne? Ja, ich glaube. Oder? Oder 2DS? Könnte auch der 2DS sein. Ich weiß es gerade nicht. Man sieht es nicht so genau. Naja, ist ja auch egal. Aber cooles Easter Egg auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe im Let's Play. Dass wenn man kurz stehen bleibt, dass er dann auch zockt. Ich weiß nicht mal was, aber ich glaube, es war sogar Switch. Auf der Wii U-Version war es, meine ich, der 3DS. Cool. Ja, alles klar. Dann war es das auch erstmal gewesen. Ich lasse jetzt noch die Credits abspielen. Erzähl noch ein bisschen hier, wie cool ich das alles fand. Wie gesagt, echt schade, dass das Projekt vorbeigeht. Aber alles hat ein Ende. Sogar die schönsten Projekte gehen irgendwann mal zu Ende. Ist nun mal leider so. Ich hab's echt gerne gespielt, auch wenn ich es lange vor mir hergeschoben habe, das Projekt zu Ende zu führen. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich hätte das halt auch gerne so gehabt, dass wir schon neue Projekte hätten anfangen können. Aber na gut, wenn man es nicht hauptberuflich macht, ne, dann ist das immer so ein Ding mit den Aufnahmen. Dann hat man manchmal nicht Zeit oder denkt sich dann so, ja, dann zocke ich wieder und in der Zeit könnte ich irgendwas Produktives machen und dann sitzt man doch nur wieder vorm Rechner und macht irgendwie einen Quatsch. Ich denke, das können die meisten nachvollziehen. Ja. Wie gesagt, sehr schöne Musik.
hat mir echt gut gefallen. Und wenn ein nächstes Donkey Kong Country kommen wird, werde ich das auf jeden Fall spielen. Da können wir uns auch schon drauf freuen. Falls eins kommt, natürlich. Aber ich find's echt cool. Naja, wie gesagt, wahrscheinlich werde ich noch Donkey Kong Country Returns Let's Playen. Da sehen wir uns dann auch hoffentlich spätestens wieder. Ich lasse euch jetzt noch der Musik lauschen. Bedanke mich fürs Zusehen, fürs Unterstützen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren, was auch immer. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und genießt es. Bis dann und ciao.